Guten Morgen, Leute. Ich bin heute mal ein wenig im Norden von Nara ausgestiegen. Ein Gebiet hier, in dem ich noch nie war, was ich nicht kenne, was aber auf Google Maps sehr interessant aussah, mit so ganz alten Gebäuden. Und das wollen wir uns heute mal genauer angucken. Wir wollen eine Menge laufen, ein bisschen in die Berge rein, die innerhalb Nara sind. Denn es gibt im Westen von Nara so eine Berggruppe, könnte man sagen, so eine kleine, also es ist jetzt nicht richtig hohe Berge, die so ein bisschen hervorstechen, halt innerhalb Naras. Bevor man dann rüber in die Berge nach Osaka geht. Und da wollte ich auch schon immer mal drauf, war ich bisher noch nie. Das wollen wir heute machen. Ich bin sehr gespannt, was wir erleben werden. Perfektes Vlog-Wetter heute. Auf geht's, Leute. Wir haben einiges zu entdecken, würde ich sagen. Wir sind jetzt schon ein bisschen gegangen aus dem Wohngebiet raus und hier im Hintergrund befinden sich jetzt Felder und dort gibt es auch die erste Station, zu der ich gerne gehen möchte. Das Wetter ist super, Leute, wir haben bestes Wetter erwischt und jetzt geht's ab in die Felder und dann sind wir auch schon ein bisschen in den Bergen drin. So muss das sein, perfektes Wetter in Japan. Let's go! Angekommen. Ich bin hier schon durch den Eingang. Das hier ist der Folklore-Park, stand da drauf. Ja, da bin ich mal gespannt, was wir hier entdecken werden. Haben noch ein bisschen Blätterfärbung, das ist auch noch relativ schön. Und es sieht auch so aus, als würde es hier relativ viele Bäume geben, die rot gefärbt sind. Mal schauen, ob wir da auch noch ein bisschen schöne Blätterfärbung Momiji sehen können. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal entdecken, was es hier in diesem Park überhaupt gibt. Also die haben das hier wirklich so nachgestellt, wie die Leute damals hier gelebt haben. Man kann da auch reingehen hier in dieses Haus zum Beispiel. Hier haben sie auch, wie man früher Reis gekocht hat und alles. Super interessant, so bekommt man natürlich einen kleinen Einblick da rein. Wie haben die Leute früher gebaut, wie haben sie gelebt? Ist natürlich was ganz anderes, als wir das aus dem modernen Japan kennen, mit den Hochhäusern und allem. Aber super, super interessant. Das hier ist jetzt ein Gebäude, aber es gibt wohl noch mehr. Und da gehen wir jetzt natürlich auch mal hin. Ich habe ehrlich gedacht, dass die Häuser ein bisschen älter sind. So alt waren sie dann aber doch nicht. Ich habe gerade eine Tafel gesehen. 18. Jahrhundert ist das hier im Hintergrund. Also ich habe gedacht, die haben noch ein bisschen, ein paar Jahrhunderte mehr, so 1000, 2000 Jahre vorher, wie die Leute hier gelebt haben, habe ich gedacht, wäre das. Aber ist es nicht. Also 18. Jahrhundert, zumindest das hier im Hintergrund.
Das waren jetzt die alten Häuser, die es hier in diesem Folklorepark gibt. Nicht so alt, wie ich gedacht habe. Ich habe gedacht, die wären viel älter. Und ich habe auch gedacht, dass die hier ausgegraben worden sind und die dann nachgebaut haben. Das ist aber auch nicht der Fall. Sondern die Dinger, die hier stehen, die haben sie aus der Präfektur Nara, also hier aus den umliegenden Städten, die es innerhalb Naras gibt, haben sie sozusagen zusammengesammelt und hier wieder aufgebaut. Und die Dinger sind halt alle 19., 18. Jahrhundert gebaut worden. Also längst nicht so alt, wie ich am Anfang gedacht habe. Aber so ist das, wenn man Abenteuer-Vlog macht, dann wird man auch mal überrascht. Und hier wurde ich jetzt auch mal überrascht. Aber es war trotzdem super interessant. Das ist eine sehr, sehr schöne Anlage. Hier noch ne, so ein große Wiesenfläche im Hintergrund. Viele Bänke, wo man auch sitzen kann. Viele ältere Leute auch hier, die ein bisschen spazieren gehen, die auch mit dem Hund zum Beispiel Gassi gehen. Also es ist eine sehr, sehr schöne Anlage. Und was ich gut finde, ist, dass man die Häuser fast alle, einige, da wird irgendwas repariert, dass man die fast alle betreten kann. Und man bekommt schon so ein Gefühl dafür, wie die Leute eben vor 100, 200 Jahren hier gelebt haben. Und das fand ich auch schon mal ganz interessant. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, immer wenn ich mir sowas angucke, denke ich, die Leute früher, die waren einfach so hart, ja. Die leben zusammen mit der Natur im Grunde, ja. Da sind keine großen Türen, nein, nur diese Schiebetüren mit dem Tatami. Oh, ich muss mal aufpassen, dass ich hier nicht sterbe. Da können die Mukaden, die können einfach da reinlaufen. Da ist Tag der offenen Tür. Die Kakerlaken, die können auch einfach reinkommen. Gar kein Problem. Und die Leute haben das irgendwie überlebt. Also mein größten Respekt an die Vorfahren, also meine Vorfahren jetzt nicht in Japan, aber ich meine, in Deutschland war das Leben wahrscheinlich auch nicht viel einfacher vor 100, 200 Jahren. Also mein Respekt an die alten Japaner hier, die das durchgezogen haben mit der Mukade, mit den Spinnen, mit der Schlange und was weiß ich, was es da nicht noch alles gibt. Also meinen größten Respekt an euch, auch wenn ihr das niemals hören werdet, weil es euch schon gar nicht mehr gibt. Das muss man erstmal machen. So hart Survival hier in so einer Hütte leben, das ist nicht so einfach. Für uns gibt es jetzt auch ein bisschen Survival. Wir gehen jetzt ein bisschen in den Berg rein, Leute. Und jetzt, oh, hier wäre ich fast runtergefallen. Jetzt starten wir die richtige Challenge-Entdeckungstour hier in diesem Vlog. Auf geht's. Ich bin gespannt, was wir entdecken werden. Immer wenn ich Entdeckungstouren oder so mache, meistens frage ich mich irgendwann, warum eben alles in der Welt mache ich das schon wieder? Ich bin gespannt, wann der Punkt heute kommt. Wir werden es erfahren. Alles in der Welt bin ich hier schon wieder gelandet. Hier steht einfach so ein rotes Tor. Da steht einfach irgendwie Gott des Lernens drauf. Und das war's. Dahinter ist nichts. Daneben auch nichts. Schon wieder ganz mystisch, Leute. Was hat dieses verdammte rote Tor hier zu suchen? Und auf der anderen Seite hinter mir sehen wir hier diesen wunderschönen See. Ja, da sind zwei Japaner, die angeln da. Die angeln da einfach die Fische raus. Wunderschöner Ort hier. Viel mit Feldern. Ne? Viele arbeiten hier auch auf den Feldern. Also sehr landwirtschaftlich geprägt. Aber eine geheimnisvolle Stelle. Leute, was hat dieses Tor zu bedeuten? Was möchte es uns sagen? Sollten wir aufpassen? Natürlich hier aber auch wieder ein Schrein, ja. Also ihr habt das Tulli vielleicht eben gesehen, das Eingangstor. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Hier sind auch noch mysteriöse Tore. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen tiefer rein und schauen uns den Schrein genauer an. Oh, 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 oh
Hier sind wir jetzt im Schrein drin. Scheint ein Inadi-Schrein, ne, mit den Füchsen hier im Hintergrund als Kuma-Inu zu sein, kombiniert mit noch anderen. Hier auf den Steinen stehen irgendwelche Kötter drauf. Ist ein ganz komischer Ort, ehrlich gesagt. Sieht ein bisschen abgefuckt aus, auf gut Deutsch gesagt. Da hinten liegt auch eine Menge Müll rum. Und das ist mir generell aufgefallen, seitdem wir hier ein bisschen in den Bergen drin sind. Super viel Müll, wenn man so ein bisschen links, rechts guckt. Alte Kühlschränke, Waschmaschinen, was weiß ich nicht was, Autoreifen. Also sehr viel Müll hier in der Region. Aber der Schrein hat irgendwie was. Also sehr mystisch, sehr, ja, weiß nicht, so besondere Atmosphäre eben, weil das hier in so einer abgefuckten Gegend ist, so könnte man sagen. Aber was mir sehr gut gefällt, was ich noch nie gesehen habe, ist hier im Hintergrund. Ja, dass man bis hier hingehen kann, die Steine, wie die aufgestellt sind auf diesem Steinpodest hier, das ist was ich so noch nicht gesehen habe und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also das hat wirklich was. Nun gut, Leute, wir gehen weiter. Wir haben noch einiges zu entdecken, unter anderem eine Aussichtsplattform. Diesmal keine gefährliche mit Bären und so, da habe ich gar keine Lust drauf, sondern diesmal eine ungefährliche. Und ja, mal gucken, was wir hier noch alles entdecken werden. Aber es ist wirklich, ja, der Schrein hat eine Atmosphäre, Leute. Die muss man auch erstmal hinbekommen. Hier stehen im Übrigen auch die ganzen Götter. Schaut euch das mal an, wie viele Götter hier verehrt werden. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja wirklich ein riesiges Treffen an Göttern. Also die verehren hier wirklich alles, was es irgendwie gibt. Jeder Gott, der bei drei nicht auf den Bäumen war, der wird hier irgendwo verehrt, Mann. Das ist ja der Wahnsinn. Leute, ach du liebe Zeit, seht ihr das im Hintergrund? Ich bin gerade ein kleines Stück weitergegangen und komme hier an diesem Ort an. Auf dem Torii dort steht, dass sich hinter dem Torii das Gebiet der Götter befindet. Und dann bin ich ein bisschen in die Höhle reingegangen. Ich habe es auch versucht aufzunehmen, aber es ist einfach zu dunkel. Und dort stand dann noch so ein kleiner Altar. Und dann bin ich ein bisschen weiter rein, ja, mein Herz klopft schon auf 360, ja, haut richtig rein und guck so ein bisschen in die Höhle rein und es geht weiter. Es gibt einen Weg in die Höhle, tief in die Höhle rein. Jetzt frage ich mich natürlich, was um alles in der Welt ist da? Da vorne steht, hier ist das Gebiet der Götter. Man kann aber richtig tief theoretisch reingehen. Klar, man müsste da reinkraxeln. Würde ich auch gar nicht machen, kommt man auch gar nicht durch. Ist ja mehr oder weniger durch diesen Altar abgesperrt. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, was hier auch wieder interessant ist, das ist ein Inadi-Schrein. Hier sind die Füchse überall, Leute. Erinnert ihr euch an den Okadera? Im Okadera hatten wir auch so eine Höhle mit der Buddha-Statue drin. Und davor war auch ein Inadi-Schrein. Und da habe ich euch erzählt, dass das auch so ein bisschen mit der Theorie der Juden und so, in den Höhlen wurde früher jemand verehrt, wurden die Götter verehrt und alles. Und ich könnte mir super gut vorstellen, dass das hier auch ein Ort ist, der seit weiß ich wie vielen hunderten Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden besteht und die Leute ganz, ganz früher hier drin in der Höhle irgendwas versteckt haben, irgendwen angebetet haben, gelebt haben, was auch immer, ich weiß es nicht. Super, super interessant auf jeden Fall und geheimnisvoll. Und das Gebiet, in dem wir uns hier befinden, das ist sowieso ein Gebiet, von dem man ausgeht, dass hier früher der Nigihaya Hinomikoto war. Und das war wahrscheinlich der erste wirkliche Tenno Japans. Das heißt, über 2000 Jahre her, dass der hier angekommen sein soll und hier eben auch gewirkt haben soll. Und das würde halt auch schon wieder perfekt passen. Aber dass die Hatashi wahrscheinlich, ne, Inadi-Schrein ist Hatashi, dass die Hatashi sich das ein paar Jahre später eingesagt haben oder vielleicht haben die es auch gebaut. Man weiß es nicht. Das ist der Wahnsinn, Leute. Die Höhle macht mich fertig. Die macht mich komplett fertig im Hintergrund. Unfassbar geheimnisvoller Ort. Sowas durch Zufall hier einfach gefunden. Leute, mich interessiert, was da drin ist. Ich würde gerne eine Expedition da reinmachen, die ganze Höhle untersuchen, was da genau ist, was man findet an Ausgrabungen. Aber ich schätze mal, das hat bisher niemand gemacht. Und ich schätze mal, das wird auch niemand machen. Und niemand wird dafür Geld aufwenden. Also, falls ich irgendwann mal Milliardär werden sollte, ich habe es schon mal gesagt, hier machen wir auf jeden Fall Expedition rein und schauen uns an, welche Geheimnisse diese Höhle für die Menschheit und für Japan bereithält. Also ich bin begeistert. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so einen krassen Ort finde hier einfach durch Zufall. Wahnsinn, Leute, Wahnsinn. Die Höhle macht mich fertig. Dieser Stein hier, den finde ich auch mysteriös. Sieht aus wie der Hut von Harry Potter. Ist es aber wahrscheinlich nicht. Was hat er zu bedeuten? Das sieht aus, als würde da, hätte da jemand künstlich was auf den Stein gemacht. Was ist das? Geheimnis über Geheimnisse. Meter weiter oben habe ich hier ein Gebäude gefunden, in dem noch mal jemand verehrt wird. Und ihr seht's, Buddha-Statue hier.
also eine buddhistische Statue, und unten wieder die Inari-Füchse. Wir sind hier eindeutig der Hatashi auf der Spur, Leute. Ich bekomme das Gefühl, je mehr ich hier durch das Gebiet renne, dass das damals mal ein richtig großes Gebiet war, was sehr belebt war, wo wahrscheinlich hier auch Priester waren und einem wesentlich aktiveren Schrein, als es momentan der Fall ist. Das würde auch erklären, warum hier in der Umgebung, ich habe so viele verlassene Häuser gesehen, teilweise nur noch die Wand von dem Bad stand da und mit Müll in der Nähe. Also das muss gar nicht, boah, hier riecht es aber komisch, das muss gar nicht so lange her sein, als hier wirklich das Leben brummte und dieser Ort anscheinend sehr wichtig war. Und mir ist eine Theorie in den Sinn gekommen. Und zwar haben wir jetzt hier das in dem Berg gesehen. Und auf dem Todi stand ja ab hier, das heißt der Berg und die Höhle, ist das Gebiet der Götter. Und die Japaner verehren ja schon seit jeher Berge. Und ich habe schon die ganze letzte Zeit jetzt, wo ich so viele Vlogs mache, dann waren wir im Okadera, da war auch in der Höhle das drin. Ich glaube, das ist nur eine Idee, die mir gerade in den Kopf gekommen ist, aber ich glaube, dass eventuell diese Bergverehrungssache auch damit zu tun hat, dass die Leute damals in den Bergen drin waren. Denn es gibt ja auch beim Tsurugi-san die Theorie, dass dort die Bundeslade versteckt sein soll. Sei jetzt mal dahingestellt, ob das stimmt oder nicht, aber die Sache ist, dass das im Berg drin sein soll. Nun gelten die Berge aber als heilig und niemand fasst die an, niemand untersucht die, niemand sucht nach Höhlen, niemand geht da rein, wenn eine da ist. Wie hier, ich habe nämlich gerade auf Google Maps gesehen, eigentlich ist die Höhle, wo ich gerade drin war, auch abgesperrt, aber da war keine Absperrung. Das heißt, niemand untersucht diese Dinge und ich könnte mir vorstellen, dass die aus einer Zeit übrig geblieben sind oder dass da mal Leute vielleicht drin gelebt haben. Ich meine, wir Menschen sind ja Höhlenmenschen ursprünglich. Und ich meine, ist ja auch ein super Schutz, so eine Höhle, ja? Vor den Witterungen, ich meine, ist eine gute Sache. Dass da mal Leute drin gelebt haben und dass dieses Berge verehren, Berge sind heilig und so, das kommt aus einer Zeit, die so weit vorher wahrscheinlich ist und von der man so wenig weiß, weil halt keine schriftlichen Aufzeichnungen in Japan da sind und weil niemand diese Berge untersucht und versucht herauszufinden, was da ist, dass das Wissen darum oder die Erinnerung darum einfach mehr oder weniger verloren gegangen ist beziehungsweise konserviert worden ist. In diesen Berge sind heilig, da wohnen die Götter, da leben die Götter. Und wir wissen ja, dass Götter im Japanischen nicht zu verstehen sind als übernatürliche Wesen, sondern eher als Menschen, die verehrt worden sind. Ah, Leute, es ist einfach zu spannend. Es ist zu verrückt hier. Es ist wirklich komplett verrückt. Aber das ergibt für mich, ergibt das super viel Sinn. Also mehr als Sinn ergibt das. Und hier haben wir auch wieder jetzt, ne, auch wieder Inari-Füchse da stehen. Leute, es ist der Wahnsinn. Es macht einfach nur Spaß, das hier zu entdecken. Aber mit jeder Tour werden mehr Geheimnisse, mehr Fragen aufgeworfen, als ich lösen kann. Das ist einfach, ich glaube, ich werde das nie lösen, aber es macht Spaß, der Lösung vielleicht einen Schritt näher zu kommen. Ja, da bin ich ja schon wieder an dem Punkt, an dem, boah, jetzt hab ich erschrocken vor dem Blatt, an dem ich mich frage, wo bin ich hier überhaupt schon wieder, warum mache ich das alles? Ich renne die ganze Zeit durch irgendwelche Spinnenfäden. Warum musste ich wieder den Weg nehmen, der interessanter aussieht? Und jetzt habe ich die ganze Zeit Angst, dass von links oder rechts ein Wildschwein kommt und mich wegkickt. Leute, seitdem ich ein bisschen recherchiert habe mit wilden Tieren in Japan, ne, ich kann keinen Vlog mehr aufnehmen, Mann. Ich habe die ganze Zeit Schiss, dass mich irgendwo was umbringen will. Das ist wirklich nicht mehr schön. Auf jeden Fall, irgendwie hier ist noch ein Weg. Ich weiß nicht, wo der hinführt, Leute. Ich habe keine Ahnung, wo wir auskommen. Aber ich frage mich schon wieder, warum ich diesen Weg nehmen musste. Es ist immer das Gleiche mit mir. Wirklich immer das Gleiche. Na gut, solange ich nicht sterbe, ist alles okay. Ich bin jetzt raus aus dem Bambuswald. Das war eine Aktion, Leute. Ich bin irgendwie in das abgesperrte Gebiet geraten. Also der Zaun, der da war, das war nicht so, dass das Gebiet dahinter abgesperrt war, sondern ich war abgesperrt in dem Ding. Das heißt, um da wieder rauszukommen, musste ich über den Zaun springen. Ich habe es an einer tiefen Stelle gemacht und habe gedacht, Junge, wie bin ich da schon wieder reingeraten? Auf jeden Fall laufe ich jetzt hier rum und bin auf dem Weg zur Aussichtsplattform, wo ich nachhin wollte. Wunderschön immer noch auch die Aussicht mit den Bergen so ein bisschen im Hintergrund. Also wunderschöne Gegend hier, relativ ländlich gelegen. Also ohne Auto ist hier echt schwierig, aber einfach wunderschön. So, auf geht's zur Aussichtsplattform, Leute. Wollen wir noch eine schöne Aussicht genießen.
Hintergrund seht ihr das Reich Yamato oder das, was damals Yamato war, das ist der alte Name für Nara. Und von Yamato spricht man, als der Nihayahim Numikoto hier mit seinem Felsenschiff, dem Iwafune, so sagt man, vorbeigeflogen ist und gesagt hat, oh, das sieht aber nice aus. Dann hat er sich hier niedergelassen und später ist dann der Jimmu Tenno auch hierher gekommen und dann hat sich jahrhundertelang alles hier in Nara abgespielt, was wichtig in Japan war. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab die Aussichtsplattform auch diesmal direkt gefunden, ohne ganz komische Waldwege, ohne Bären, ohne Wildschweine, ohne Hirsche, ohne all den Quatsch. Sondern ich hab's geschafft, Leute. Und ich bin auch richtig geschafft, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Das war ein komplettes Abenteuer, dieser Vlog. Die Höhle, die wir gefunden haben, macht mich immer noch fertig. Und ich habe die ganze Zeit, wenn ich hier hochgelaufen bin und so darüber nachgedacht, wie das denn war. Aber auch als ich hier hochgelaufen bin, man sieht am Boden, momentan sind es halt so Bergfeldwege, aber man sieht, dass da mal richtige Steine gebaut waren. Und das ist eigentlich überall in Japan so. Man hat Tempel, man hat Schreine oben auf den Bergen. Das heißt, die Berge müssen damals relativ gut erschlossen gewesen sein. Und die haben ja Steinwege gemacht. Das heißt, die haben eine ganze Menge an Aufwand, Fleiß und Schweiß in diese Wege gesteckt, der ja heute gar nicht mehr betrieben wird. Ich meine, hier sind diese Feldwege, aber so wirklich schön und aufwendig gestaltet sind die in der Regel nicht. Das heißt für mich, dass früher die Berge eine ziemlich große Rolle gespielt haben, was auch relativ sinnvoll ist. Denn wie wir wissen, war der Meeresspiegel auch mal ein bisschen höher. Die ganzen Flüsse in Japan waren wesentlich mehr mit Wasser gefüllt. Und noch heute ist es so, dass in Japan Überschwemmungskatastrophen immer wieder ein Thema sind. Das heißt, für die Leute, die hier schon vor 2000, 3000 oder schon vorher gelebt haben, also vor etlichen Jahrhunderten oder Jahrtausenden, war es kein schlechter Zug, in die Berge zu ziehen und ein bisschen erhöht, weil sie da natürlich vor etwaigen Flutkatastrophen relativ sicher waren. Also für mich ergibt das vollkommen Sinn und aus der Zeit ist das Ganze natürlich noch da. Was wir heute sehen, viele Tempel, viele Schreine, sind vom Berginneren so ein bisschen an den Fuß des Berges gegangen, weshalb man halt oft auf den Bergen irgendwo noch die alten Stellen hat, wo dann noch so ein kleines Häuschen vom Schrein steht oder so. Beim Hiraoka Jinja haben wir das zum Beispiel so. Beim Ishikiri Jinja ist es aber auch der Fall. Das sind beides Schreine, die jetzt mehr am Bergfuß liegen, die aber ursprünglich mal viel, viel weiter oben in den Bergen waren. Also wieder super interessant, Leute. Haben heute wieder einiges gelernt. Ich bin auf einige Ideen gekommen und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Abenteuer, war wirklich ein Abenteuer-Vlog, gefallen. Falls ihr mehr sowas sehen wollt aus Japan hier, abonniert gerne den Kanal und dann hoffe ich, dass wir uns natürlich auch beim nächsten Mal wiedersehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bye, bye.